Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Dönerbude und ich bin ein Genie. Denn heute zur 5. Ich kann zählen, das ist die 8. Folge Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers. Habe ich mal wieder probiert, die Audio umzustellen, da ich das die ganze Zeit gemacht habe zwischen der Walross-Edition, weil die da anders war und hier. Und dabei ist mir endlich aufgefallen, dass ich innerhalb dieses Monats, heute genau einem Monat, den ich dieses Headset nun habe, nicht einmal das Mikrofon von meinem Aufnahmeprogramm umgestellt habe. Das heißt, außer in der Walross-Edition habe ich noch nie dieses Mikrofon benutzt. Nur bei der Walross-Edition. Nicht in diesem Projekt, nicht in Mystery Dungeon, nicht in Minecraft, nirgends. Ein Lob an mich geht raus, weiter geht's in der Story. Nachdem es letztes Mal begonnen hat, wirklich das, was passiert ist. Und meine alten Vorräte sind dezent geschrumpft. Also habt ihr auch Angelallen bekämpft. Das ist klasse. Das zeigt nur, dass ihr wirklich stark seid. Und um euch zu beweisen, dass die Rettungshalle eurer Arbeit auch gut heißt, könnt ihr hier einen dritten Rettungsorden haben. Wow, danke. Yay. Ja, gerne. Ich glaube, ihr wollt eine neue Mission. Stimmt's? Ja. Ja. Klar. Ihr seid echt klasse drauf. Aber so traurig, wie es klingt. Danke, Jesus! Es gibt dort keine neuen Missionen. Was? Ja! Ich meine, zu schade. Ich hoffe übrigens für euch, weil jetzt, wo ich mein Headset habe, natürlich das Mikrofon nicht mehr in meinem Laptop, sondern direkt neben mir ist, dass die Headphone-User nicht sterben, wenn ich so rumbrülle. Das ist ja schade. Um ehrlich zu sein, ihr habt gerade die letzte Anfrage vom Fortune Rally verpasst. Okay, wer hat sie genommen? Das war Team Hydro. Ich sollte euch wissen lassen, dass euer Team ihre Inspiration ist. Echt? Ich hätte nicht gedacht, dass wir so bekannt sind inzwischen. Echt jetzt? Mit dir uns herum? Jede unserer Bewegungen bemerken. Okay, was machen wir dann heute? Ich glaube, ihr könntet mal diese Papiere für mich ausfüllen, damit ich irgendwas in die Rettungshalle bei denen machen kann. Name Endivir, Teamname Go-Getters. Orden 3. Lebensspanne, was? nee. Das ist Lebensplan. Also. Ich glaube, das ist nicht die Zeit, sie zu stören. Ja, was mache ich denn dann? Ich bin froh, dass ich keine Mission habe, aber was tue ich denn dann heute? Hi. Wo ist Steve eigentlich die ganze Zeit? Ich mache das, was man in solchen Spielen immer machen sollte, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Nein, ich kann nicht einfach schlafen gehen. Dann habe ich keine Ahnung, was ich machen kann. Warte, Briefkasten? Warum ist hier eigentlich eine fucking Einhöhlung? Das weiß niemand und wird niemand je herausfinden. Nee, jetzt mal for real, was kann ich machen? Hier ist auch nix, ne? Ja, offensichtlich nicht. Ihr füllt hier euren Papierkram aus. Oh, hi. Nichts.
Ja. Hallo, könntest du mir helfen? Klar. Ja, ich muss zur Mineralhöhle irgendwas sammeln. Okay, aber... Raupi mit so, Babyaugen. Bitte, 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 bitte. Oh Mann, seine Augen glühen. Oh Mann, okay. Aber hör auf, mich so anzugucken. Ja, es hat geklappt. Ich gehe und erzähl's Flamlio und Endivio. Okay, ich warte. Wer hätten sowas erwartet? Überraschung. Danke für die Info. Hier ist schon mal was für dich als Dankeschön. Ja, gut. Oh, danke. Okay, los geht's. Ja, ihr seht, was der Bosskampf im letzten Part so ungefähr gemacht hat. Und ich habe 17 Zitrusbeeren auf Flamly angewendet. So. Ach so, ich dachte, ich habe gerade 8 bekommen. Rock Smash. Das müssen Flamly oder Pikachu bekommen. Ich bin ehrlich, die Attacke benutze ich eh nicht. Gut, dann hoffe ich, dass hier gleich eine Pflanze um die Ecke ist. Ich meine, in dem Dungeon werde ich jetzt da bis... Okay, ich habe irgendwas Falsches gedrückt. Werde ich nicht gerade drauf gehen, bis ich eine finde. Ich werde hier eh wieder... Warte, wir sehen uns gleich wieder. So, hat jetzt echt nicht lang gedauert. 1-2 Minuten. Ich bin ausnahmsweise auch mal da, wo wir Rose getroffen haben. Richtig gelaufen. Und jetzt wollte ich eigentlich 1-2 Level holen. Das hat mir Fragezeichen-Man empfohlen. Ja. By the way, für die, die es noch nicht wissen... Ich glaube, in einer der ersten Folgen haben wir das schon mal erwähnt. Aber das Spiel hat verschiedene Endings. Ich werde versuchen, alle zu zeigen. Das ist auch normalerweise alle beim Finale so ziemlich. Ja, und hier wird... Nicht! Die Treppe habe ich mich noch erinnert, dass ich da schon mal nicht lang sollte. Ich war mir eigentlich sicher, dass es da ist. Ja, jetzt bin ich beim Blumenfeld, wo ich ja hin sollte. Aha. Hier ist es. Ich meine, hier brauche ich ja sogar den Rock Smash. Dann save ich mal. Irgendwas wird hier ja auch wieder los sein. Warte, wir sind in der Höhle. Da ist Endivio schon gut. Das sieht irgendwie wie eine Reggie-Höhle vom Aufbauer. Das ist halt das Schlimmste an dem Spiel. Man hat nicht viele Pokémon und die sind alle im eigenen Team. Und denen muss man dann die ganzen VMs reindrücken. Egal, ob man es will oder nicht. Schön einige Erfahrungspunkte. Ja, hier ist wirklich ein guter Ort, um Endivio zu pushen. Ich meine, ich bin jetzt nicht wirklich underlevelt, aber ich war immerhin niedriger als Angelallen. Okay, ein Level. Aber bei solchen Gegnern braucht man auch mal was Höheres eher als was Niedrigeres. Ich wollte eigentlich nicht tackeln, so blöd bin ich auch nicht. Es ist eigentlich komisch, dass ich im Moment gefühlt nur dieses Projekt mache, nachdem es 4 Monate lang komplett ausgestorben war. Wahrscheinlich. Aber ich finde, das macht im Moment einfach Bock, das Spiel. Außerdem muss ich mal 1-2 Projekte durchbekommen, wenn man sich mal so anguckt, was alles im Moment läuft. Die Walross Edition Returns wird natürlich nicht mehr ewig laufen. Ich meine, die zu dem Zeitpunkt. Morgen, wenn ich das aufnehme, ich glaube, ich weiß nicht, wann ich hochlade, vielleicht ist das für euch heute, vielleicht auch schon gestern.
Ist ja die 11. Folge der Walross-Edition gekommen. Oder wird's noch später am Tag, wenn es wie gesagt heute ist. Und ich habe ja schon mal gesagt, es gibt 20. Das heißt, 2 Folgen die Woche. 4,5 Wochen ungefähr. Eher gesagt, 5 Wochen. Warte. Man kann mit Rock Smash doch nicht nur... Doch, Stärke war das zum Verschieben. Ich weiß jetzt schon, dass ich hier später nochmal hin muss und dann da lang gehen. Oh, hier gibt's Feuerriegel. Natürlich klasse. Hier, du kannst doch Wasser attacken. Zumindest Surfer. Das ist auch die einzige VM, die ich wirklich als Angriffsattacke nutzen würde. Weil Surfer ist echt nicht schwach. Da kann niemand was sagen. So, ich habe gar nicht bemerkt, dass Indivir schon Level Up hatte. Ein Ewigstein, alles klar. Dann würde ich sagen, noch ein Level, dann wechsle ich mal. Das Problem ist, dass wir ständig in solchen Gegenden rumrennen. Am ehesten braucht halt hier Pikachu die Level, habe ich das Gefühl. Also Dratini braucht auch noch ein paar, aber... Ne? Das reicht für Level 22. Oh, Synthese! Das brauche ich. Hier, Tackle brauche ich dafür nicht. Jetzt kann Entivir zwar eigentlich überhaupt nichts mehr gegen Pokémon machen, die stark gegen Pflanze sind, aber das ist es, denke ich, schon wert. Wo finde... Oh, erstmal hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hätte mir, glaube ich, den Kampf etwas erleichtert. Spezialverteidigung. Och, muss ich die jetzt wirklich so einzeln anwenden? Und das letzte kriegt mal Pikachu. Warte, welchen Wert ändert Carbon? Speed. Ich glaube, das braucht in diesem Team hier. Endivir kriegt auf jeden Fall das meiste. Dann gebe ich nochmal Flamly 1. Und Dratini. Angriff. Das wird Rasierblatt stärken, aber nicht... Gigasauger. Bei Flamly wird das noch gar nichts wirklich stärken. Bei Pikachu auch nicht. Die greifen alle speziell an. Die Defensive. Da braucht Flamly was. Dratini ebenfalls. Und Endivir, denke ich, braucht es am wenigsten. Spezialangriff bräuchten dafür alle. Da gebe ich auch erstmal jedem eins und dann gucke ich, wie ich die letzten beiden verteile. Ich gebe mal noch Pikachu und Endivir. Seit wann habe ich auch einen normalen Beleber? Hä? Ach so. Nicht Use, sondern Give. Wer von euch hätte gerne Überreste? Eigentlich ist schon hier in Divir so der Tank. Aber das war es auf jeden Fall wert. Überreste, wer die nicht kennt. Die heilen einfach jede... Oh nein. Beep, 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 beep. Selbe Situation wie in Folge 8. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Geräusch war. Oh, sind das... Absol. Ich dachte, du sagtest, Raupi wird hier alleine herkommen. Was willst du mit Raupi dieses Mal wieder? Ich glaube, sie wollen ihn wieder retten, um berühmt zu werden. Nee, eigentlich nicht.
Wir sind hier, um aus dem Hinterhalt anzugreifen. Ich habe jetzt sicher nicht gegoogelt, was Embershire heißt. Hä, was? Ihr drei habt euch ja als tolles Rettungsteam rausgestellt. Halt's Maul, Pikachu! Ich bin sorry, Alter. Das ist das Problem, wenn man von Englisch auf Deutsch übersetzt. Es tut mir leid, dass ich es falsch vorhergesehen hab. Macht nix. Hauen wir sie zusammen! Wir machen sie nochmal kaputt. Sehr gut, letztes Mal in diesem Kampf habe ich komplett auf die Fresse bekommen. Das war ja mein Dead Ending. Level 16, aber nur Level 16. Okay. Ja. Okay, ich hätte vielleicht später noch Toxin benutzt. Ach, sicher verfehle ich. Und warum zur Hölle machst du nochmal? Ja, die Leftover. Ich glaube, gegen Elektro ist auch Endivier am besten. Wie ich gerade noch gesagt habe, Endivier ist hier der Boss. Die frigging Leftovers. Und die Paralyse bockt auch mal gar nicht. Aber jetzt muss ich auswechseln. Level 23. Erstens. Hier, Gengar. Habe ich eine Schwäche mit NDVG? Doch. Nur wen schicke ich da rein? Wenn man die Levelkurve so anguckt, wird das Ding vermutlich sogar auf 20 und somit gleich sein. Giftgeist habe ich nichts sehr Effektives gegen. Ich gehe einfach mal auf Pikachu. Ja, 20. Paralyse. Pikachu kann nicht mehr flüchten. Oh, das habe ich auch nicht geplant. Alter, vergleich das mit dem ersten Kampf gegen dieses Team. Beim ersten Mal habe ich so auf die Schnauze bekommen. Und dieses Mal habe ich sie ja völlig vernichtet. Das war ja gar nichts. Wow. Das ist nicht so gut gelaufen. Ja, das stimmt. Ihr wart ja absolute Lappen. Gebt's auf, wir werden euch Katapult-Raupi nicht bekommen lassen. Warum bin ich überhaupt so wichtig? Ich kann doch nix. Scheißegal. Lass uns gehen. Ihr solltet besser aufpassen. Gengar wird nicht aufhören, bis er dich hat, Raupi. Aber warum? Okay. Weil... Was? Wegen was? Ach so, klar. Das klingt wie eine Ausrede. Weil du ihn ignoriert hast, als wir dir geholfen haben, als du im Wald verloren gegangen bist. Er wurde wütend und will jetzt Rache. Einfach nur dafür. Okay, naja, jetzt andererseits klingt gar nicht so sehr nach einer Ausrede. Versucht mal, euch selber in Gengar hinein zu versetzen. Ich muss gehen. Nächstes Mal werden wir nicht so zusammengeschlagen. Raupi. Kannst du uns das erklären? Das ist kein richtiger englischer Satz. Absolut gelogen. Eine Lüge. Warum denn? Voltenso hat meine Mutter attackiert. Hat mich und meine Mutter attackiert, als wir durch die Green Hills gegangen sind. Ich bin verloren gegangen und dann ist Gengar aufgetaucht. Bevor Voltenso uns angegriffen hat, habe ich gesehen, wie Gengar uns aus dem Schatten beobachtet hat. Wow, gute Augen, vor allem für der Raupe. Also das ist, warum du ihn ignoriert hast. Die haben das alles geplant. Wie könnten sie? Wir können nichts tun, aber nächstes Mal hauen wir ihn einfach wieder auf die Schnauze. Lass uns weitergehen. Ja gut. Geil, ein Labyrinth. Mann, bin ich motiviert.
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich finde die Treppe schnell. Ich habe die Treppe gefunden. Und ich sollte dann jetzt auch mal erstens einen Heilstein finden, zweitens... Endivir ist inzwischen overleveled. Okay, das sieht relativ nach Ziel aus. Ich rechne zwar nicht mit noch einem Bosskampf, das wäre schon etwas arg, vor allem da es kein Heilstein gab. Die Gegend da sieht cool aus. Und hier spawnen anscheinend auch keine wilden Pokémon. Wow, das ist echt ein cooler Ort. Sowas habe ich noch nie in einer Höhle gesehen. Danke, das ist, wenn... Hier sammle ich eigentlich mein Zeug und verkaufe es. Also bist du ein Schatzjäger? Ja. Das ist cool. Wo verkaufst du es? Wirklich? Also ich mache mein Geschäft im Fortune Valley. Habe ich es zumindest gemacht, als man da noch gut reisen konnte. Da waren viele reisende Pokémon, die meine Sachen gekauft haben. Und manchmal... Ein Mensch mein Zeug gekauft. Was? Ein Mensch? Ja, sie ist echt nett und sie... kümmert sich um Pokémon, die verletzt sind. Ich bin einmal vom Fortune Valley runtergefallen, als ich... das Fortune Valley runtergefallen, als ich da runtergelaufen bin. Als ich wieder aufgewacht bin, habe ich mich bei ihr zu Hause wiedergefunden und sie hat sich um mich gekümmert. Ich war echt dankbar, aber meine Mutter hat natürlich nie was davon erfahren. Warum denn? Meine Mutter vertraut keinen Menschen. Sie sagte uns, wir sollen uns ihnen nicht nähern, aber Menschen sind nicht wirklich gruselige Kreaturen. Ja, sehe ich genauso. Als Maul, Steve. Ich vertraue euch, dass ihr meiner Mutter nicht erzählt, was ich gesagt habe. Klar, keine Angst. Ich werde Chikoritas Mund geschlossen halten. Hey! Danke. Und jetzt sollten wir mit dem Sammeln beginnen. Herr Sammeln? Du hast uns nie irgendwas über Sammeln gesagt. Aber... Du willst mir doch nicht nur zugucken, wie ich die ganze Arbeit mache, richtig? Oh nee, die Augen, sie haben einen Effekt, wie immer. Okay, fein, aber sei nächstes Mal ein bisschen spezifischer, wenn du unsere Hilfe brauchst. Danke und ich werd's natürlich nicht. Okay, Gang, wir haben keine Wahl, lasst uns die Kacke sammeln. Ich weiß nicht, sucht einfach nur nach... um die blauen und roten Steine rum. Ja, einfacher gesagt als getan. Ich habe ein blaues Stück gefunden. Ich glaube, das ist ein Nugget. Echt? Das ist ermüdend, aber ich habe ein rotes Stück gefunden. Ich habe nur, was auch immer, Pebbles sind gefunden. Oh, ich habe auch ein Nugget. Echt? Das ist klasse. Okay, weiter geht's. Ich hoffe, das dauert hier jetzt nicht lang. Ich habe Stardust gefunden, glaube ich. Nee, hier ist nichts. Ich habe einen Stock gefunden. Und ich einen Metallmantel. Wie geht's da oben, Günther? Nerv mich nicht, Steve. Was ist denn das jetzt für eine Szene? Ich habe eine tolle Perle gefunden. Ich grabe immer noch. Echt jetzt? Ich trete einfach nur die Felsen hier zur Seite und... Warte. Ich habe ein Sternstück. Ich habe ein blaues Stück hier gefunden. Danke für eure Hilfe, Leute. Ja, sicher. Gern geschehen. Kein Problem. Ja, was auch immer. Ich glaube, das ist genug für heute. Danke fürs Helfen. Ja, sicher. Unser ganzes Zeug ausgehändigt. Wow, danke. Hier, nehmt auch mal was davon. Nugget. Die könnte ich mal verkaufen, ne? Oh, und ein Sternstück. Und ein blaues Stück. Warte, und ein rotes? Nee. Danke, aber... Wir könnten
hatten das schon von dir akzeptiert. Nee. Geht schon. Ihr habt das schon verdient. Echt? Ja klar, nee, warte, das war gar nicht. Danke, Raupi. Ja, gern geschehen. Gehen wir nach Hause? Ja klar. Wartet einen Moment. Ist da irgendwas? Also, ihr seid alle so nett zu mir. Das heißt, ich kann euch ver... Wetten, gleich stellt sich raus, dass Raupi auch einer der Menschen ist. Also, ich kann euch vertrauen. Auch wenn einer von euch nicht echt ein Pokémon ist. Was meinst du? Ich weiß, dass du, Günther, Steve und Rose keine Pokémon sind. Ihr wart Menschen, richtig? Ja? Woher weißt du das? Ja, Gen. Es ist so klar, Alter. Die Story kann man riechen. Und woher weißt du das? Kannst du uns das mal erzählen? Gardevoir hat's mir erzählt. Als du im Kristallberg warst, habe ich Gardevoir gefragt, ob sie mir ein Rescue-Team finden kann, um mir zu helfen, hierher zu kommen. Ich habe sie gefragt, warum, und dann hat sie mir von euch erzählt. Aber macht euch keine Sorgen, ich habe niemandem was erzählt. Okay, los geht's. Okay. Es war klar. Aber mit Raupi war jetzt anscheinend... Ach, ja, stimmt. Das ergibt Sinn. Hey, das ist interessant. Stimmt, war nicht einer von den anderen Menschen auch Arschloch? Vielleicht war das ja Gengar. Ich meine, dann hätten wir einfach PMD Rot. Aber egal, was auch immer in der Story passiert, wir finden es in der nächsten Folge heraus. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.